Mit wem spielen wir jetzt? Ivo und Nate. Na ja, klar. Wer landet ganz unten im Matsch? ich hoffe, das ist Matsch. Es ist so dunkel hier, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Und du gehst in die Dunkelheit? Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen, umringt von Piranhas mit Knüppeln. Windbur. Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool. Er freut sich natürlich. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Dann bleibt nur Ivo übrig. Was gibt es hier? Betrachtet die Wurzeln. Ich frage mich, woher diese Wurzeln kommen. Große Bäume gibt es hier eigentlich nicht. Vielleicht gab es sie früher und das hier sind Überreste der alten Wälder? Der Abgrund. Alles klar bei euch? Alles ganz wunderbar. Mir geht es gut! Vier übereinander angeordnete Steinringe. Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Na gut, dann sehen wir mal weiter. Zwei Wege, wir gehen hier hin. Dort geht es tiefer in den Tempel. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Das zum Thema, man kann hier nicht sterben. Den Abenteurer hat's erwischt. Da hat auch seine Machete nicht geholfen. Nehmt die Machete. Gutes Mädchen. Was haben wir noch? Betrachtet das Wasser. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Können wir fischen? Nein, können wir nicht fischen. Betrachte die Fratze. Fratze. Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint, als solle man das Ding mit etwas füttern. Da drüben ist noch so ein Gesicht. Es sieht genauso aus wie dieses hier. Okay, das Tor? Dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Berühre den Kristall. Wow, das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Na gut, der Vorsprung. Auf dem Vorsprung glitzert etwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und ich komme auch nicht dran. Dann sind wir mal fertig und schauen zur Leiter. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Okay. Und was machen wir jetzt? Hast du was im... Oh, ich kann das Inventar nicht öffnen. Gut, 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 gut. Ich schätze, hier muss man... Da hilft das nicht. Da muss ich hier was machen können. Machete mit gar nichts. Angel. Vorsprung. Okidoki. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Kannst du nicht eingreifen? Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint da drüben... Ja, das ist gleich. Und wenn du hier hingehst, sagst du wahrscheinlich auch das Gleiche. Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung einsetzen. Genau wie bei der Tür. Das heißt, wir brauchen die beiden. Und wir kommen hier nicht drauf. Wow. Das... Sieht viel nur. Nur man sieht nichts. Hier geht sie nicht hin, hier betätigt die Kombination nicht. Dann Wurzeln. Halt! Machete mit Wurzeln? Jawohl!
Okay. Sie kann raus und nur für was? Hier war nichts mehr. Chip, chip. Hm, die Nischen haben sich wieder geöffnet. Die Würmer, der Fisch und die Fee sind fort. Okay, ansonsten gibt es hier eigentlich nichts. Dann gehe ich wieder rüber. Dann zurück zu Wilbur. Versuch's nochmal. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Du musst dich schon anstrengen. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Nee, 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 nee. Kein Inventar. Du hast auch kein Inventar. Ich sehe kein Licht, kein Betrachten. Ich werde nicht verzweifeln und mich panisch an den Wänden entlangtasten, nur um einen Ausgang zu finden. Noch nicht. Noch nicht, aber jetzt. Solange es stockdunkel, nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen, umringt von Piranha. Ich sehe kein Licht. Okay, das sagt immer. Ich werde nicht verzweifeln und mich panisch. Noch. Okay, das sagt nichts anderes. So, das ist der Anfang und ich weiß schon nichts weiter. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Komm, 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 komm. Hier gab's auch nichts. Das müssen hunderte Quallen sein. Man sieht kleine leuchtende Punkte auch noch in vielen Metern Tiefe. Es sieht wunderschön aus. Okay, nichts Neues. Kannst du da weiter runtergehen? Nein, kannst du nicht. Oh, Moment mal. Kann ich das im Abgrund verwenden? Wirf die Angel aus. Die Schnur wäre lang genug, um etwas zu Wilbur hinunterzulassen, aber sie ist zu dünn, als dass er daran hochklettern könnte. Okay, runterlassen. Wieso fischst du dir keine Leuchtquallen raus? Hat er jetzt etwas? Oh nein. Nichts, nichts, nichts. Du sagst da nur die beiden. Das müssen hunderte Quallen sein. Komm, 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 komm. Das muss ja einen Sinn geben haben, dass wir hier rüberkommen. Geh wieder raus. Aber hier gibt es nichts. Hier gibt's gar nichts. Ich kann das auch mit nichts verwenden. Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden es nicht nach oben schaffen. Ob ich sie einfach da unten lasse und mir das Artefakt hole? Ich könnte zurückkommen, wenn das Artefakt erstmal in Sicherheit ist. Nein. Sagst du was anderes noch? Ich könnte vielleicht in den... Nein. Versuch doch irgendwas. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Die Kombination vielleicht? Nein. Ich kann doch das mit nichts verwenden. Oh mein Gott. Die beiden helfen mir momentan überhaupt nicht. Das gibt's doch nicht. So viele Möglichkeiten gibt es hier gar nicht. Es sieht wunderschön. Ja, ja. Das müssen Hunde. Drück das noch ein paar Mal. Wow, nur. Wow, nur. Wow, nur, wow. Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung einsetzen. Ich schätze, man... Hm.
Ich gehe da nicht. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen. Jetzt stehe ich an. Der Fisch ist mitsamt dem Wasser verschwunden. Aber der Eimer sieht noch in Ordnung aus. Oh! Das Marmeladenglas steht immer noch in der Nische. Ich nehme es mit. Jetzt können wir Quallenfischen gehen. Na geh, na geh. Das und das. Ich habe den Eimer an der Schnur fest. Und das. Da. Da. Es sieht wunderschön aus. Komm. Ach, so geht das. Diese Quallen haben vermutlich noch nie ein anderes Lebewesen gesehen. Sie sind ganz zutraulich. Sehr schön. Können wir das da reingeben? Das Glas? Ja, oh, Entschuldigung. Und das darunter. Hey, Wilbur, ich lasse dir eine Leuchtqualle runter. Danke. Hey, hier auf der Tür sind Symbole. Wie sehen sie aus? Da ist so etwas wie eine Schnecke mit einem langen Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Das ist ja alles schön und gut, aber könntest du mir endlich mal das Licht runterwerfen? Ich sehe hier nicht mal die Hand vor Augen. Entschuldigung. Was siehst du? Einen Gang. Keine Ahnung, wo er hinführt. Zumindest raus aus diesem Loch. Na gut. Was für Zeichen waren auf Wilbur's Tür? So etwas wie eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Genau. Eine Schnecke? Ist das ein Fisch ohne Kopf? Ich denke schon. Dann... Das ist ein Ast und das ist... Ey! Stern. Das ist es. Denke ich mal. Und was? Nicht. Ich glaube, die Steinplatte ist eine Tür. Auf der Tür sind diese vier Symbole eingemeißelt worden. So Wasserzeug. Eine Schnecke mit langem Hals. Ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Okay, das war das Falsche. Ohne Kopf, was muss das sein? Eine Schnecke mit langem Hals. Okay, ist das vielleicht ein Ast? Sieht ja aus wie eine Blume. Und jetzt? Ich glaube, die Steinplatte ist eine... So, was? Das ist kein Fisch. Sieht eher wie Gras aus. Das ist eine Muschel? Stern? Das ist ein Stern. Ist das ein Ast? Ich glaube, die Steinplatte ist eine Tür. So Wasserzeug. Thank you.
Nehmen wir das mal. Ich glaube, die Steinplatte ist eine Tür. So Wasserzeug. Na komm. Eine Schnecke mit langem Hals. Fisch ohne Kopf. Ein Ast und ein Stern. Was ist für die ein Ast? Das war's nicht, das war's nicht. Schnecke. Das nicht das. Das sag ich, habe ich das schon? Also die beiden sind mir sicher, bei denen bin ich mir unsicher. Ich glaube so was. Ich gehe mal mit dir weiter. Eine hässliche Fratze. Ich hoffe sehr, das ist kein Selbstbildnis eines Erbauers dieses Tempels. Die Wurzeln hängen ziemlich tief, aber immer noch zu hoch für mich, um an ihnen raufzuklettern. Die Wurzeln hängen. Die Wurzeln hängen. Der Mund der Figur sieht so aus, als könnte er geöffnet werden. Allerdings nicht so. Okay. Wenn das runtergeht, geht das rauf wahrscheinlich. Ein großes Rad, das geradezu danach schreit, gedreht zu werden. Leider ist da eine Metallschelle, die das Rad festhält. Okay, dann kannst du es nun dann nicht bedienen. Wir müssen die Kombination knacken. Hier einen Stern, vielleicht umgekehrt. Nein. Was ist das? Was soll das denn sein? Fisch mit Kopf. Das heißt, der Fisch ohne Kopf ist das. Das ist der Stern. Warum funktioniert das nicht? Ist das? Das kommt am ersten zum Ast. Oder muss ich da noch was drücken? Das müsste es sein. Mein Gott! Die Tür hat sich geöffnet, Ivo! Ja. Das habe ich mir gedacht. Mit diesen Steinscheiben kann man Dinge im Tempel steuern. Vermutlich eine Spielerei der Priester. Sesam, öffne dich und so ein Kram. Ja. Geh mal rein, Kleiner. Einer der Steine ist aus der Wand gebrochen. Früher oder später wird wohl der gesamte Tempel einstürzen. Habe ich das nicht mehr da wieder? Nein, ich habe überhaupt nichts mehr. Einer der Steine ist aus der... Achso, das war's schon. Eine Art Luke mit einem Rad. Ich schaffe es nicht. Zu schwach. Du stellst dich hier auf. Und du stellst dich hier auf. Und es passiert nichts. Einer der Steine ist aus der Wand. Okay, kannst du nicht bewegen. Du hast auch nichts mit mir da. Geh rein da. Ich kann das Rad nicht drehen, solange diese Metallschelle das Rad festhält. Und ich sehe keine Möglichkeit, die Schelle zu öffnen. Okay.
Versuch sie nochmal. Die Wurzeln hängen ziemlich hoch. Zurück kommst du auch nicht mehr. Eine hässliche Fratze. Ich hoffe sehr. Kannst du den Stein hier nicht runter? Einer der Steine ist aus der Wand gebrochen. Ja. Da musst du nicht mehr hin. Und hier. Versuch's nochmal. Eine Art Luke? Ich schaffe es. Entschuldigung. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt dieses Symbol verwende? Was? Was soll das sein? Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen. Okay, lass du mich.